Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Im heutigen Video möchte ich euch die neuen Virtual Machine Software Reservations vorstellen. Eine Möglichkeit, wie wir in Azure Geld sparen können, wenn wir die richtigen Produkte sozusagen einsetzen. Wozu braucht man das, beziehungsweise was ist das jetzt eigentlich? Im Allgemeinen ist es ja so, dass Azure VMs aus zwei Pricing-Komponenten bestehen, einmal aus Compute und einmal letzten Endes aus den OS-Licensing-Costs oder generell aus den Lizenzkosten für Software. Bei den Microsoft-Produkten, also insbesondere beim Windows-Server oder beispielsweise beim SQL-Server, kann ich unter Zuhilfenahme vom Hybrid Benefit die Lizenzgebühren reduzieren bzw. auf Null reduzieren letzten Endes, also raus eliminieren aus dem Preis. Bei den Third-Party-Offerings hingegen ist es entweder so, dass ich regulär die Lizenz über Microsoft stundenweise bezahle, also gemeinsam mit den Compute-Kosten, aber eben als separate Position. Oder aber, dass das sogar Bring-Your-Own-License-Offerings sind, wo ich also schon im Vorfeld eine Lizenz besitzen muss und die dann entsprechend mitbringen und dann irgendwo in die Lösung einpflegen muss. Für den ersten Fall, nämlich den, dass ich über Microsoft die Lizenzgebühren abführe, da gibt es eben jetzt die Möglichkeit, eine solche Software Reservation abzuschließen und dabei dann einen Rabatt auf die Betriebssystemgebühren zu bekommen. Bei einer regulären Reservierung, also ich rede im Grunde von einer Compute-Reservierung, Achtung, nicht zu verwechseln mit Capacity Reservation, weil das ist was anderes. Also die Reservierung für Rechenleistung, die meine ich jetzt konkret. Dann ist es so, dass wir dort ja nur für die Leistung, also für Compute entsprechend den Rabatt bekommen, nicht aber für die Lizenz. Die kommt immer oben drauf, egal was für ein System das jeweils sein mag. Oder wir haben eben keine Lizenzkosten, weil wir beispielsweise ein freies Linux-System beispielsweise haben. So, das heißt, die eigentliche Reservierung berührt den Bereich der Lizenzen nicht. Und andersrum, diese Virtual Machine Software Reservations berührt nicht den Bereich der Compute Reservations. Wir können das aber natürlich ergänzen. Das heißt, wir können uns einmal die Compute-Leistung durch eine klassische Reservation oder eine Reserved Instance, wie wir es ja auch nennen, vergünstigen und dann eben durch die Software Reservation die Lizenzgebühren. Ich springe mal rüber ins Portal und will dort mal noch das eine oder andere zeigen. Dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher. So, ich bin jetzt im Azure Portal im Bereich Reservations und wenn wir da oben auf Add klicken, dann haben wir eben jetzt hier eine neue Option, Virtual Machine Software Reservations. Obacht, das ist nicht hier unter Virtual Machines zu finden, dort haben wir die Reserved Instances, sondern wir müssen hier unten Virtual Machine Software Reservation auswählen und jetzt bekommen wir alle Offerings angezeigt, hier oben ist ein Filter jetzt drauf, Pricing equals Reservation, alle Softwarekomponenten, die man als Image für eine VM bekommen kann. Also das heißt, genau diese Angebote können wir auch beim Deployment einer VM im Rahmen der Images auswählen. Und hier können wir jetzt aber eben die Reservierung für die Software schalten. Da sieht man zum Beispiel jede Menge Ubuntu-Versionen. Achtung, Ubuntu an sich ist ja frei, aber hier gibt es einige Ubuntu-Offerings, wo es dann zum Beispiel Support gibt. Oder beispielsweise, wenn wir hier bei Oracle schauen, die verschiedenen Oracle-Betriebssystem-Lizenzen, Oracle Linux 7, 8 bis hin zur 9, das ist ja auch kein kostenfreies Betriebssystem, muss man entsprechend auch für bezahlen. Das kann man sich dann entsprechend hier reservieren. Und wenn wir da mal in die Details reinschauen, wenn wir so eine Komponente mal anklicken, da können wir dann jetzt hier drüben einige Informationen natürlich zum eigentlichen System sehen. Und dann hier unter Plans und Pricing sehen wir, was das Ganze kostet. Da sehen wir nämlich, wir haben ja also einmal diese 0,011 Euro pro Stunde als Startpreis. Obacht, das ist im Normalfall in Abhängigkeit von der VM-Größe, heißt mehr Cores, im Regelfall auch mehr Lizenzgebühren. Und dann eben jetzt hier drüben die Reservation für einjährig 10%, für dreijährig 30%. Also auch hier die Möglichkeit, ein oder drei Jahre zu wählen. Achtung, diese Software Reservations, die kann man nicht selber stornieren. Zumindest nicht mehr nach 72 Stunden. Die ersten 72 Stunden kann ich das noch tun.
Nach 72 Stunden geht es nicht mehr im Self-Service, dann geht es im Zweifelsfall nur noch über ein Ticketing. Und da wird sich allerdings zeigen, wie sich das Ganze da bei Microsoft darstellt. Da habe ich keine Erfahrungswerte. Also das heißt, wie Microsoft diese Stornierungen handhaben wird. Im Allgemeinen gelten erstmal dieselben Stornierungsregeln wie auch bei Reserved Instances. Und wir können das auch nicht selber über irgendwie einen Self-Service-Weg wandeln, in eine andere, also umtauschen in eine andere Reservierung. Das geht auch nicht. Auch das wäre dann maximal über den Weg eines Tickets möglich. Noch zu sagen sei, bei EA-Kunden, das ist vielleicht noch ganz wichtig, spielen ja diese Software-Lizenzen nicht in das Monetary Commitment rein. Also wenn ich so ein Pre-Commit abgeschlossen habe im EA-Vertrag, dann würde die Compute-Leistung einer VM gegen das Monetary Commitment laufen, nicht aber die Betriebssystemlizenzen. Und deswegen hat auch eine Software-Reservation keine Auswirkung auf das Monetary Commitment. Das läuft quasi immer dann direkt gegen die Kreditkarte bzw. hinter die hinterlegte Rechnungsadresse als separater Posten, wird also separat abgerechnet, kann nicht gegen Monetary Commitment verrechnet werden. Ja, das soll es auch kurz und bündig zum Thema schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne den Like da. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann tut es gerne noch. Wenn es Fragen zum Thema gibt, dann packt mir das natürlich gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.